Neues Studio-Test, die erste. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht, ich bin hier in einer ganz anderen Umgebung als sonst. Und das war auch der Grund, warum in den letzten Wochen auf diesem Kanal und auf meinem Zweitkanal nicht so viel los war. Und ja, ich möchte heute die Chance nutzen, diese ersten Aufnahmen hier machen, um einen kleinen Test zu machen, wie das Ganze in dieser neuen Atmosphäre, wie das in diesem neuen Raum hier funktioniert. Der Raum ist bei weitem auch noch nicht fertig und es kann sein, dass der ein oder andere Hall eventuell zu hören ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut das hier mit dem Lavalier-Mic funktioniert. Ich will diesen ersten Test gerne mit einem Produkt anfangen, zu dem ihr mich gefragt habt, wie gut ich damit zurechtgekommen bin. Und zwar zu diesem Portemonnaie hier, zu diesem Slim Wallet von Don Bolzo. Das hatte ich kurz vorgestellt. Ich hatte mein großes Portemonnaie abgelöst gegen dieses kleine. Und ich muss wirklich sagen, nach den Monaten an Nutzung hier habe ich immer noch einen sehr, sehr positiven Eindruck davon. Und ich möchte euch heute gerne mal den Zustand zeigen und ja, einfach sagen, was ich so in den vergangenen Monaten damit gemacht habe. Neben euren Fragen und dem Feedback zu diesem Produkt hier, lasst mich doch sehr gerne mal wissen, wie gut euch so die Umgebung hier auch gefällt und vielleicht noch ein paar Tipps, was ich noch anders machen könnte, um das Ganze hier ein bisschen schöner zu gestalten. Aber schauen wir uns kurz an, wie das Don Bolzo Slim Wallet sich so gegeben hat. Ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass generell dieses Echtleder-Wallet hier durchaus ein paar Spuren bekommt. Und ich hoffe, man kann es in der Kamera ganz gut erkennen. Man sieht also wirklich hier, dass ich damit nicht zimperlich umgegangen bin und ja, einige Gebrauchsspuren hier drauf auch zu sehen sind. Und ich denke, das macht einfach auch so ein bisschen den Charme aus, wenn man sich für so ein Echtleder-Portemonnaie entscheidet, bei dem die Oberfläche nicht ganz glatt ist, dann gibt das eben diese Spuren. An und für sich muss ich aber sagen, dass es hier alles sehr stabil und ja, gut verarbeitet ist. Ihr seht es, die Nähte sind vollkommen in Ordnung. Auch hier dieser Reißverschluss, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, funktioniert wirklich gut. Und ja, auch im inneren Bereich, ich nehme mal kurz die Karten raus, sieht man, dass es durchaus ein paar Benutzungsspuren hat. Dennoch bin ich froh, ganz genau auch diese Farbe genommen zu haben, weil ich muss sagen, dass dieses Braun immer noch einen sehr, sehr schönen, guten Look hat und gefällt mir deutlich besser als zum Beispiel Schwarz oder sowas. Ich habe in der Regel 6 Karten hier mit an Bord, das heißt die 4 Fächer, also 3 innen, eine außen, davon habe ich 2 dann doppelt belegt und das funktioniert wirklich sehr gut. Und am meisten verwende ich auch die Funktion, dass ich wirklich nur hier den Druckknopf öffne und dann hier eben die beiden wichtigsten Karten habe, die ich dann einfach hier rausnehmen kann und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Dazu gibt es hier noch dieses kleine Einschubfach hier oder diese kleine Einkerbung, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Das habe ich sehr selten verwendet, muss ich sagen. Also da, um nochmal eine Extrakarte für eine temporäre Aufbewahrung hier reinzustecken, habe ich wirklich sehr selten benutzt. Aber für mal eine Quittung oder ein Parkticket hier einzustecken, das kann man durchaus dafür verwenden. Das passt. Die große Frage bei so einem kleinen Wallet ist ja, nehme ich eines mit Münzfach oder ohne? Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor zufrieden damit, ein Münzfach hier zu haben. Das Einzige, was wirklich ein bisschen stört, ist, dass dieser Verschluss hier, der Reißverschluss, dass das hier ein bisschen groß geraten ist. Also da wäre sicherlich so ein ganz feiner, dünner Verschluss, den man dann bewegen kann, besser, weil sonst, man sieht es hier vielleicht, wie stark der Reißverschluss oder dieser Teil vom Reißverschluss hier, wie weit der von dem restlichen Portemonnaie absteht und das stört so ein bisschen an der gesamten Größe, klar, weil das Portemonnaie absolut klein gehalten ist. Trotzdem mit dem Konzept funktioniert es ganz gut, das heißt, ich zeige es nochmal hier, Reißverschluss auf und dann habe ich auch hier auf der einen Seite so eine kleine Falte, die macht das Ganze dann ein bisschen größer und ihr seht, so ein paar Münzen und mein Einkaufswagen-Chip habe ich hier immer mit drin und in der Regel leere ich dann auch das Münzfach dann abends zu Hause einfach aus, so dass ich vielleicht 1, 2 Münzen und meinen Einkaufschip drin habe und fertig. Aber aus meiner Sicht immer noch besser, als die Münzen lose in der Tasche zu haben. Das größte Fach des ganzen Slim Wallet ist aber trotzdem, und das finde ich wirklich super, hier das vollwertige Scheinefach. Und ich muss wirklich sagen, für Scheine oder Quittungen in aller Art ist wirklich sehr angenehm, das einfach hier einzulegen. Ich falte es zusammen und damit sind die Scheine auch sicher verwahrt. Finde ich wirklich besser als jeden Faltmechanismus, wo die Scheine wirklich locker in so einem Portemonnaie einfach eingeklemmt sind. Die Geschmäcker sind dahingehend bestimmt verschieden, aber schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was für ein Typ ihr seid. Faltet ihr lieber die Scheine in so einer geldklammerartigen Halterung oder ist so ein vollwertiges Portemonnaie mit einem vollwertigen Scheinfach auch eher euer Fall? Ja, ich denke, viel mehr gibt es auch hier zu diesem Portemonnaie überhaupt nicht zu sagen. Also wie gesagt, total zufrieden. Die Abnutzung, ihr habt selbst gesehen, wie das Ganze eben nach ein paar Wochen aussieht.
aus meiner Sicht, aber ja, verleiht es dem Ganzen schon etwas Charakter und ich finde es überhaupt nicht schlimm und besser als ein glattes Portemonnaie zu haben, wo einzelne Macken drin sind, weil hier fallen die Macken überhaupt nicht so auf, weil so viele drin sind. So, also was ist nun mein Fazit zu diesem Don Bolso Slim Wallet aus Leder mit Münzfach und dem vollwertigen Scheinfach? Ich muss wirklich sagen, top, ich würde mir es auch wirklich jederzeit wieder kaufen und dafür, dass es mein erstes Slim Wallet war, bin ich da extrem zufrieden mit dem ersten Kauf. Den Link dazu packe ich auf jeden Fall unten auch in die Videobeschreibung für euch, wenn ihr genau auf der Suche nach so etwas seid. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik zum Aufbau dieses Videos habt, was vielleicht auch so ein bisschen für die nächsten Videos der Aufbau sein soll, schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich schaue mir das wirklich sehr gerne an und versuche auch alle Fragen von euch sehr schnell zu beantworten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!